So. Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass ich runter muss. Okay, ich habe ein Rohr. Ha, ich habe ein Rohr. Kann ich hier auch schneller schwimmen? Hier ist noch ein Rohr. Ach, bestimmt viel hier oben. Ah, okay, okay, okay. Naja, was nimmst du auch? Ist hier noch irgendwo eins? Oh Gott. Ich gehe hier drauf. Ich werde hier drauf gehen. Eiskalt, weil ich wieder... what? What? Okay. Starten wir mal die neue Folge mit ein bisschen Schlafen. Okay. Also gar nicht erst groß rumgucken. Rohr schnappen, am besten gleich da hinten. Und dann, ja, erstmal schwarzer Bildschirm, ne? Hm. Mysteriös. Mysteriös. Jo, komm, lad doch schneller. Hallo? Ist das Spiel abgeschmiert? Was ist hier los? So, das Spiel war abgeschmiert. Wenn ihnen unter Wasser die Luft ausgeht, sterben sie. Ach, echt? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bin ein Frosch. Ich überspringe das mal. Das haben wir ja schon gesehen zum Teil. So, haben wir schon mal eins weg. Hier lag doch irgendwo noch eins. Da liegt noch eins. So. Ach, wer hätte das gedacht, dass ich zwei Rohre brauche. Will das Spiel mich ärgern? Hättest du deine Axt nehmen können, Parker? No problems, hit you. A little close for comfort. Weißt du, Parker ist so ein nichtsnutziger Vollidiot. Echt, ey. Der hätte mir ruhig helfen können, ne? So, weiter geht's. Was haben wir hier? Okay. Und ich muss wieder runter? Ja, Shot schließen. Wo mache ich das? Oh Gott, die Karte ist teilweise echt ein bisschen... Ich guck mal von unten, wie ich da rankomme. Ja, hat mir jetzt echt viel gebracht, ne? Gott, Lady! Roundhouse Kick in dein Gesicht. Gott, noch mehr Wasser! Jo, ganz schnell weg. Ich hab da keinen Bock drauf. Ah, Parker, du. Ach so, die können ja aus Wasser raus. Ah, Parker macht das schon.
can use it. All right. That should hold us for now. I'll check the control system. Alter, jetzt holst du erst dein Handy raus. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. Auf dem Meer. Auf dem Meer. Zubehör betäuben 1. Okay. Zubehör halten Schaden 2. Okay, die ist ja schon. Wow, 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 was haben wir denn hier Feines? Ich weiß nicht, ob ich die Pumpe mitnehmen soll. Aber die sind nicht. Wartet mal. Machen wir das mal so. Weiter geht's. Wir haben eine Heilung. Okay, also wir müssen wieder komplett zurück. Oh ne, überall. Wahaha. Keine Zeit für euch. Parker, du machst das, ne? Ich bin mal eben weg. Okay, wir haben eine Heilung. Muss ich jetzt hochfahren oder was? Ist die Tür jetzt auf? Was für ein verdammten Kartenleser? Hätte ich doch schon irgendwo eine Karte gefunden. No. We're on the Queen Semiramis. Das hätte man doch gesehen. Okay, well, Quint learned there were two ships during his investigation. You must be on the Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No, but I've got my top people on it. How much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area, see what you can find. Roger that. Mhm. Hätte man noch gesehen, der Name steht doch da groß und breit da. So. Wie komme ich jetzt dahin? Das geht dich gar nichts an, Wladimir. Wo bin ich jetzt? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Bestimmt über die Rohre da. Hat die da eine zweite Pistole stecken? Warum? Naja, egal. Boah, was ein Move, ey. Leon springt überall runter. Die springt überall hoch. Und runter. Oh Gott. Hä? Ach so. Okay, der ist geplatzt. Holla die Waldfee. So einen schönen Ausblick. Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like it. The sooner we get to the observation deck and contact HQ, the better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Hier ist ein Dokument, habe ich das schon gelesen?
Eine hingekritzelte Notiz. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Es tut mir leid, aber ich muss los. Wie schlafen wir irgendwann? Ach so, ja, das ist das mit dem, was wir gerade erlebt haben. Mal, gibt's hier noch irgendwo was zum Mitnehmen? Munitionstechnisch oder so? Oh, das wird auch gleich wieder witzig. Wenn wir da... Ich glaube, wir müssen jetzt mit dem Aufzug da hochfahren. Das wird wieder witzig. Hä, Parker? Hä, komm mal her, komm mal her. Du unnützer Drecksack. Did you hear that? Was war das? Ja, das wird gleich witzig. Ja, rennt er zum Aufzug. Ich werde besch... It's moving. Good. Now we can get to the observation deck. Ja, pass mal auf, was jetzt passiert, Parker. Kannst du ruhig mal mitmachen. Von wo? Links oder rechts? Ich hatte eigentlich Hunter in Erinnerung. Naja, egal. Okay, das tat ziemlich weh. Wieder Munitionsknappheit, das ist ja mal total super. Aha. Hätte einfach nur viel Heilung haben müssen und dann... Alright, we're finally here. And it's night out. So there's nothing to see. So. Das wird hier recht interessant, wenn hier so viel rumliegt. Ich hätte gern die Cola-Dose, danke. Erstmal alles einsammeln. Oh, what the fuck? Vor allen Dingen, ich kann ja nicht mal rennen, ne? Ey. Warum gehst du nur auf mich, du blöde Fotze? Ach, Parker, du unnützer Hurensohn. Vor allen Dingen, ich kann nicht sprinten, das ist scheiße.
Na, ein Treffer und ich bin tot. Na, Parker, come on. Parker, schaffst du es? Ich wette, das ist so getriggert, dass ich die Schüsse machen muss. Boah, wie das Gewehr nach oben zieht, ey. So, mal sehen, ob es klappt. So, die Taktik. Parker, wie sieht's aus? Mach mal mit hier. Hier noch was an Munition rum? Nö. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalte. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Schritt. Yo, come on, Spiel, ey, echt. Ach, ich bin eh tot. Sag ich doch. Naja, probieren wir es noch einmal. Ja, ist okay, ey. Come on, Spiel. Ist okay. Nimmt überhaupt keinen Schaden. Son of a bitch!
Come on, steh auf! Wirklich zäh. So, come on, jetzt stirb doch. Endlich. Steht immer auf. Danke. Ey! Das ist ja nicht normal hier. Gott, lad doch mal nach hier. Ausweichfunktion funktioniert auch nicht so, wie sie soll. Das ist total geil. Witzig ist, dass die Sachen von Parker überhaupt keinen Schaden nehmen, ne? Ach, steh doch mal auf, Claire, come on. Hey, chill. Nee, warum sag ich dauernd Claire? Ausweichfunktion ist total irrelevant. Die funktioniert nicht. Gott, jedes Mal dreht die sich um. Und wieso nehme ich davon Schaden, ey? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Endlich. Bäm. Da geht jetzt die... Oh mein Gott. What a pain in the ass piece of shit. Ach. Dafür kriege ich nur 3%. 3 fucking... Lass mich raten. Echt jetzt? Ich kann jetzt nochmal komplett zurückgehen? Nö, mach ich nicht. Ich gehe nicht nochmal alles ab. Hab ich jetzt keinen. Eine Notiz, okay. Tagebuch des Weltraumagenten Teil 1. Zweitens und endlich setzen wir unseren finalen Plan in die Tat um. Er stammt von Jack Norman, unserem Anführer und Waffenbruder. Wir hatten zunächst Zweifel an der Durchführungsarbeit. Aber jetzt ist es an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Plan umzusetzen. Das haben wir dem eisernen Willen unserer Kameraden und demjenigen zu verdanken, der uns durch seinen Einfluss unterstützt. Er hat die Schiffe vorbereitet. Diese Luxusliner symbolisieren den Verfall der Menschheit und sind ideal, um den Virus zu verbreiten. Die Menschheit auslöschen wird. Meine Aufgabe ist es, für unsere Mission an Bord der Queen Zenobia zu gehen. Bernard Corti. Warum die Menschheit immer auslöschen? 12 Stunden bis zur
bis zum Missionsbeginn. Mein Körper bebt und ich kann nichts dagegen tun. Es ist Aufregung oder Angst. Ist es Aufregung oder Angst? Oder beides? Fremde biologische Organismen schwirren im Geheimlabor im Kielraum umher. Der Virus ist wasserlöslich. Jeder, der dieses Wasser trinkt, verwandelt sich in ein Monster. Die Hunter BOW wurden an anderer Stelle infiziert und wird den Virus an Land verbreiten. What? Warum fehlt da ein Buchstabe? Der dekadente Shunflake, die schwimmende Stadt, wird bald zur wahrhaftigen Hölle auf Erden. Du auch. Und wir sind es, die Menschen in diese Hölle stürzen müssen. Anders werden ihnen sonst nie die Augen geöffnet werden. So hat Norman es ausgedrückt. Und wenn unser betagter Geldgeber an Norman glaubt, müssen wir das als seine Untergebenen auch tun. Bernard Corti. Ja, wenn ihr alle Menschen auslöschen wollt, was ist mit euch? Dann löscht ihr ja euch auch zwangsweise aus. Ihr Bauern. Hm? Ja, wenn ich schon so Munition hab, ne? Null Heilung. Geht's hier bald zur Sache? I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. So, das machen wir eben noch. Dann war's das für heute. Hätte, glaube ich, auch schneller gehen können. I think that should do it. Give it a shot. I hope it works. This is Vermilion. Headquarters. Do you read? O'Brien here. Are you two all right? We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup and we fell for it. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something! Just stay put. I've got an emergency call. No, wait! Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently, Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we? Looks like somebody's found a Queen Zenobia. Changed a bit. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites have destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss! Get us out of here! Sorry. But I can't authorize that. Dum dum dum. So. Episode 6, Katz und Maus, Ende. So, Freunde, aber das war's erstmal für heute. Wie das Ganze weitergeht. Schließen Sie Episode 1, 4 bis 6 ab. Raubzugmodus Stufe 8 bis 12
Freigeschaltet, neues Outfit. Okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Ja, Freunde. Das war's erstmal für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Resident Evil Revelations. Bis dahin, habt einen angenehmen Tag. Macht's gut. Tschüss.